Kinder, ich muss noch schnell zu Hollermanns rauf. Stellt euch vor, ein Poppenbüttel, nicht eine Kartoffel. Nicht eine. Ja, die Tüte. Ich will Hollermanns nicht gleich mit dem Rucksack erschrecken. Karl, gehen Sie nur rein. Herr Hösch möchte Sie sprechen. Doktor, was ist denn los? Ich habe immer wieder versucht, Sie zu erreichen. Ich verstehe gar nicht, was ist denn los? Na, atme mir nur, Chirurg. Sie auf dem Sofa, vor Ihnen auf dem Fußboden der Leichnam. Schöne Situation für mich, stellen Sie sich mal vor. Andere hätte Sie in der ersten Aufregung bestimmt hochgehen lassen, aber nicht ich. Ich nicht. Aber doch sofort geschaltet. Ne? Wussten Sie ja, was wir an Ihnen hatten, Doktor. Wer ist wir? Na, wir, der Staat. Ach so. Eins war jedenfalls klar, etwas musste geschehen. Na, und ob was geschah, Sie erinnern sich doch. Zwei kleine Telefonate, rettende Aktion war gestartet, knappe halbe Stunde später war Oberst Winkler auch schon da. Also erledigen Sie die Geschichte möglichst lang und klanglos. Wir hätten uns die Herrmann ja wahrscheinlich früher oder später sowieso kappen müssen. Aber so kommt sie wenigstens zu einer bürgerlichen Beerdigung. Hey? Herr Oberst, die Polizei. Übrigens, Hösch, glauben Sie nur nicht, dass Ihre Methoden meine herzliche Zuneigung haben. Guten Nacht, Herr Oberst. Also, meine Herren, wir bearbeiten den Fall. Jawohl. Wir heißt das Dezernat 4. Gewisser Oberst, aber... Ja, natürlich will ich Sie nicht daran hindern, Ihre Reviermeldung zu machen. Die Personalien beschaffen Sie. Ganz klarer Fall von Selbstmord. Wissen Sie, ich verstehe das nicht. Warum ein Mensch um jeden Preis geköpft werden will oder aufgehängt oder was es sonst noch an Delikatessen auf diesem Gebiete gibt. Ihr ganzer Gerechtigkeitsfanatismus, was ist das in Wirklichkeit schon? Nichts wie Sentiments. Noch dazu Sentiments für eine Frau, die völlig indiskutabel ist. Verlobt mit einem Mann wie Sie und gebe demnächst besten Schlafen. Nee, nee, mein lieber Dr. Rothe. Unser guter Hösch hat Ihnen da schon einen richtigen Gefallen getan. Begreifen Sie doch endlich mal, dass Ihre antiquierten ethischen Bedürfnisse nicht mehr in diese Zeit passen. Stimmt das, Hösch? Meine Rede, Oberst. Mein Gott, zu was verpflichten wir Sie denn schon groß? Zu nichts weiter, als dass Sie ungestört Ihren Forschungen leben können. Also, mein Bester, arbeiten Sie und finden Sie sich damit ab, dass Sie eben weiterleben. Inge Herrmann, geboren am 3. September 1919 in Hamburg, Magdalenenstraße 17, verstorben am 8. Dezember 1943. Gerichtsärztlicher Befund: Selbstmord durch Strangulation mit einem Lackgürtel. Nummer AZ 1384-43. Die Leiche der Inge Herrmann kann den Angehörigen zur Beisetzung freigegeben werden. Aus einem Mord war als ein Selbstmord geworden und nie wieder fragte jemand danach. Auch Frau Herrmann fragte nicht. Guten Abend, Karl. Guten Abend, Frau Herrmann. Ich habe vergessen, Bier für Sie zu besorgen, aber vielleicht... Vielleicht wollen Sie irgendwo in einem Restaurant essen. Ich meine, weil Sie Ihren Mantel anhaben. Ja, eigentlich wollte ich weg. Ach, da hängt ja immer noch der Knopf. Geben Sie mir doch den Mantel. Karl, ich habe Ihre Sachen schon gepackt. Danke. Sagen Sie, Karl, wohin soll ich Ihnen die Post schicken? Ich werde ihm Bescheid geben. Die
Abrechnung habe ich auf den Schreibtisch gelegt. Ihr Licht- und Heizungsanteil ist bis heute gerechnet. Der Rest liegt dabei. Frau Herrmann, ich... Nein. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich weiß, Sie können nicht hierbleiben in all den Erinnerungen. Ich verstehe das. Ich will Sie auch nicht überreden zu bleiben, aber... Ich bin eine alte Frau. Inge ist jetzt weg und Sie gehen jetzt weg. Ich kann es gar nicht mit ansehen, wie Sie jetzt auch noch weggehen. Sollte wohl die Rolle der Toten übernehmen in Ihrem Leben. Ja, und irgendwie, ich weiß noch heute nicht wieso, gelang es ihr auch. Ich zog nicht aus, lebte weiter bei ihr, lebte überhaupt weiter. Obwohl es das genaue Gegenteil war von dem, was ich wollte. Man lebt überhaupt weiter, wenn man kann. Mensch, verstehen Sie denn nicht? Konnte doch gar nicht weiterleben, durfte doch gar nicht. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was Sie damals getan haben, mich leben zu lassen? Ach Mensch, es war im Krieg. Jeden Tag starben Tausende. Wollten wir mal eben einen leben lassen. Ja, ausgerechnet mich. Wir hatten mal wieder Glück, dass Sie der eine waren. Ja. Ein übliches Glück. Na klar. Naja. Jedenfalls ging es weiter. Auch im Institut, Sie erinnern sich doch. Komisch. Und sogar ganz gut aufgelegt manches Mal. Hey, Hösch. Kommen Sie mal her. Schauen Sie sich das einmal an. Sind doch sicher im Stand, in diesem Gewimmel von Bazillen da, sich drei einzelne zu merken, ne? Gut, dann geben Sie ihnen einen Namen. Also, den ersten nennen Sie Oberst Winkler, den zweiten nennen Sie Hösch und den dritten Rothe. Das ist doch leicht. Wenn Sie aber einen einzigen von diesen, den Winkler, den Hösch oder den Rothe, in das Blut eines gesunden Menschen injizieren, der bleibt nicht gesund. Der krepiert. Für nix. Übrigens, wie ich mir da ein Okular geholt habe, aus Ihrer Schublade, sagen Sie, gehört der Ihnen? Ja. Hübsch. Hat auch den Vorteil, dass man bei einer Injektion nicht zu einem Patienten rangehen muss. Lassen Sie den rumliegen, um mir eine Möglichkeit unserer persönlichen Beziehung anzudeuten. Nein, der liegt immer in meiner Schublade. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Dinger sehen Sie, die beulen nämlich die Taschen aus. Meine Verbindungen reichen zwar, um unsere Zigaretten zu organisieren, aber einen neuen Anzug kriege ich auch nicht ohne Bezugsschein. Tüchtig. Fällt mir sehr. Herr Doktor, ja? Sie haben doch heute den Wagen. Nehmen Sie mich ein Stück mit? Ich habe Ihnen ja versprochen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Doktor. Kommen Sie. Name. Verzeihen Sie, ich weiß hier noch nicht Bescheid. Ist es vielleicht Ihr Platz? Ja, das ist ganz genau mein Platz. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Übrigens, mein Name ist Rothe. Karl. Ursula. Ich bin Ursula. Ursula, das ist ein netter Name. Hm? Ursula was? Weber, Ursula Weber. Ich wohne nämlich hier seit heute Mittag. Sie wohnen hier? Ja, aber ich kann nichts dafür. Ich bin eingewiesen worden vom Wohnungsamt. Sitze ich jetzt eigentlich richtig? Nein, Sie sitzen genau auf dem Platz von Frau Herrmann. Bitte bleiben Sie. Kommt sowieso nicht nach Hause zu messen. Übrigens, vielleicht regt Sie der Platz an, mir ein bisschen Tee einzuschenken. Gerne. Tut sie nämlich immer. Das ist Ihre Tasse. Dankeschön. Ihren Brief? Ich möchte noch nicht, dass Sie ihn lesen. Nein, lieber nicht.